nein. Oh nein. Nein, 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 nein. Elektroschocktherapie. Nein, 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 nein. Ich will nicht. Ja, okay, das war also das gute Stück. Nee, Elektroschocktherapie. Nee. Montefuscoli, 20. Dezember 1941. Verehrter Herr Direktor, bitte geben Sie mir Auskunft über meine kranke Tochter René T. Wie geht es ihr? Ich habe meine Tochter mehrere Male geschrieben, ohne eine Antwort zu erhalten. Darum bin ich besorgt. Da ich schon längere Zeit krank bin, lässt es meine Gesundheit nicht zu, sie zu besuchen. Ich bitte Sie, mir mitzuteilen, ob und wann es möglich wäre, meine Tochter nach Hause zu holen. Hochachtungsvoll, Ada T. Herrn Dr. C. vorlegen, um die Entlassung der Patientin in Betracht zu ziehen. Nicht überbracht. Also, ein bisschen habe ich das Gefühl, dass die gar nicht wollten, dass wir hier rauskommen. September 1938. Die Geisteskranke steigert sich auf den Anfälle, bei denen sie klagt, jammert und wütend wird. Heute Morgen hat sie die Milch weggeschüttet unter der Behauptung, es befänden sich darin Urin, Spucke und anderes Ekelhaftes. Sie hat Halluzinationen und hört Stimmen, die Befehle geben. Laut ihren Erzählungen gibt es Kinder, die sie singen hört und die in einer Schule eingesperrt sind. 20. Januar 1939. Mutistisch, benommen, vollkommen unaufmerksam. Auf Fragen und Reize reagiert sie mit Weinen und Tränen, andernfalls lacht sie. 1. Juni. Sie ist apathisch, nimmt kaum etwas zu sich, sie weigert sich berührt zu werden, sie antwortet nicht. Laut Meldung der Köchinnen verbringt sie ihre Zeit draußen im Park auf einer Bank vor der Küche. 14. Oktober. Wieder impulsives Verhalten. Heute Morgen hat sie sich zwei Eier für süßen Eierschaum geben lassen. Kaum hatte sie sie in der Hand, hat sie alles weggeschleudert. Erregt, agitiert, leicht verwirrt. Sie entkleidet sich. 8. Dezember. Sie ist seit 15 Tagen am Bett festgebunden. Sie ist gut gestimmt, spottet immer mehr, benutzt vermehrt Schimpfwörter, lacht laut hinaus. Sie masturbiert. Laut Meldung der Krankenschwestern befand sie sich vor etwa 2 Wochen allein in der Dusche und wollte nicht herauskommen. Laut ihrem Bericht hat sie, als sie weggebracht wurde, laut geschimpft und dann um sich geschlagen und gebissen. 2 Krankenschwestern mussten verarztet werden. Seitdem wurde sie nicht mehr losgebunden. In die Abteilung halbruhige Geisteskranke verlegt. Bis jetzt Behandlung durch Dr. B., künftig durch Dr. C. Ich war mit Amara im Duschraum. Die Erinnerung macht mir Angst. Aber sie sind ja nicht die Wirklichkeit. Sie sind nicht wahr, oder?
Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr, was wahr ist und was hier nicht wahr ist. Aber so wie wir gesehen haben, wir haben ja vorher gesehen, dass die beiden in der Dusche sind. Aber in dem Rückblick haben wir dann nachher gesehen, dass sie da alleine standen. Und danach haben wir gesehen, wie sie getrennt worden sind. Also sie war höchstwahrscheinlich da in der Anstalt, die Amara. Aber sie hat sich das nur eingebildet, denke ich mal. Aber was sagen wir denn jetzt? Ja, alles nur deine Einbildung? Von welcher Wirklichkeit sprechen wir eigentlich? Du bist deine Erinnerung. Das hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Ja, alles ist nur Einbildung. Von welcher Wirklichkeit sprechen wir eigentlich? Du bist deine Erinnerung. Das hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. 15. Dezember, Dr. C. Anmerkungen zu der Patientin. Ihr abnormaler psychischer Zustand war Grund für ein nachlässig geführtes, ungeregeltes Leben, einschließlich der Neigung zu Straftaten. Sie ist launenhaft, leichtsinnig. Sie lässt in regelmäßigen Abständen ihre Hausarbeiten liegen, um als Straßenprostituierte ihre Dienste anzubieten. Prostituierte? Niemand hätte einer Irren geglaubt. Und dann noch einer Irren, die in schwerer Sünde lebt. Eine solche Person wäre doch wohl nie ein Opfer von Vergewaltigung geworden. Nein, sicher nicht. Wegen ihrer Geisteskrankheit reagiert sie nicht auf Ermahnungen seitens der Verwandten. Es gab Anzeichen für Selbstmordgedanken. Sie ist gestern in diese Abteilung gekommen. Sie war äußerst erregt, agitiert. Behandlung mit Cardiazol, 2 Spritzen pro Woche, Dauer 5 Wochen. Mit den Behandlungen versuchten sie uns zu verwirren. Mein Gott, und wie ihnen das gelang. Als ob sie dir die Geisteskrankheit einverleiben wollten. Das waren die einzigen Behandlungen, die einen Versuch wert waren. Ihr wart so viele und weil sie so wenige waren, blieb ihnen da etwas anderes übrig, als diese Hölle so in Schach zu halten. Der Zweck heiligt immer die Mittel für jene, welche die Macht haben. Ja, wohl eher das, würde ich behaupten. 2. Juni. Lange Zeit war die Patientin ruhig, hat sich besser gefühlt. Heute ist sie sehr unruhig, erregt, wehrt sich sogar mit Gewalt gegen die frauenärztliche Untersuchung. Sie schimpft und verflucht ihre Erzeuger, schlägt sogar um sich. Laut Dr. B. wird die Patientin, die im 3. Monat eine Fehlgeburt erlitt, seit etwa 2 Jahren regelmäßig untersucht. Ihre Schwangerschaft war Folge des Geschlechtsverkehrs in einem in den Park der Anstalt eingedrungenen Fremden. Siehe auch die Krankenakte beiliegende Anzeige, die bei der Polizei in Volterra erstattet wurde. ES-Behandlung. So hat man also die Wahrheit verheimlicht. Es war alles gut ausgedacht. ES, Elektroschock. Wissen wir. Ja. So was vertuschen können sie natürlich, ne? Das ist natürlich sehr einfach. So hat man also die Wahrheit verheimlicht. Es war alles gut ausgedacht. Vielleicht geht es gar nicht um René, um diese René jedenfalls. Ja, alles gut ausgedacht. Die Anstalt muss sich absichern. Warum denn verheimlichen? Ich glaube nicht, dass sie Angst vor dir hatten. Ihr wart alle vollkommen egal. Ja, alles gut ausgedacht. Die Anstalt musste sich absichern. Juni. Nach Aussage der Krankenschwestern ist sie nach Erhalt des Briefes ihrer Mutter in einen Zustand der äußersten Unruhe verfallen, hat ihre Suppe auf andere Insassinnen gekippt, weil es ihr nervlich nicht gut ging und hat einer Krankenschwester einen Faustschlag versetzt. Impulsiv zerreißt ihre Kleidung. Bei der Untersuchung benutzt sie grobe Schimpfwörter, sie schlägt und spuckt. Briefwechsel unterbinden, um bei der Patientin keine weiteren Unruhezustände auszulösen. 20. August. Am Bett festgebunden. Laut Bericht der Krankenschwestern ist die Patientin nach einem Besuch von Verwandten oder Bekannten äußerst unruhig. Seit 2 Tagen schreit sie immer nur noch ununterbrochen, sagt, dass sie ihr Befehle gibt, dass sie gehorchen muss, sich selbst wehtun soll und auch, nein, das ist nicht Charlotte. Besuchsverbot, am Bett fesseln, vermehrte ES-Behandlungen, bis sich Besserung einstellt. Kein Kontakt mit der Außenwelt. So wusste niemand, was hier innerhalb dieser Mauern vor sich ging. Die elenden
dieser Welt wurden hier reingekerkert. Der Rest der Welt brauchte keine Gedanken mehr an sie zu verschwenden. Wer hier Insasse war, der war für die Gesellschaft kein menschliches Wesen mehr. Das Einzige, was zählte, war euch ruhig zu stellen. Weißt du nicht mehr, was passiert ist, wenn ein Brief ankam? Wie wagst du es zu urteilen? Wer weiß, welche Qualen dir so erspart geblieben sind? Ich schwenk gerade so ein bisschen. Die Elenden dieser Welt wurden hineingekerkert. Der Rest der Welt brauchte keine Gedanken mehr an sie zu verschwenden. Naja, Rest der Welt. Also unsere Mutter hat sich ja schon. Aber die anderen halt überhaupt nicht. Nehmen wir mal das. 1. März. Bewusstseinsklar, Orientierung in Ordnung. Auf Fragen antwortet sie. Laut Berichten der Krankenschwestern ist die Patientin ruhig. Sie wäscht und pflegt sich. Ihren Behauptungen nach soll es eine Patientin namens Amara geben, die ihr zufolge verschwunden ist, seitdem sie in dieser Abteilung ist. Entspricht nicht der Wahrheit. Mit Wahrscheinlichkeit Regression der Halluzination. Verlegung in Erwägung ziehen. Ich soll Amara erfunden haben? Das ist unmöglich. Es gab sie wirklich, das weiß ich ganz sicher. Ich fühle es. Irgendwo müssen sich Spuren finden lassen. Okay. Naja, wie gesagt, also unten dieser eine Zettel. Den hatten wir ja gesehen. Also Amara muss es ja gegeben haben. Aufgezeichnete Besuche von René T. Datum, Zeit, Personendaten. 10. April 1938. Adele T. und Bruna M. 15. Juni 38 um 9.15 Uhr. Polizist wegen Befragung. 25. Juni 38 um 15.30 Uhr. Bruna M. 20. April 1940. Ono Frio. 13. Juni 1940. Unerlaubte Besuche. Aha. Aber wir haben uns diese Amara ja nicht. Die haben wir uns nicht eingebildet. Da bin ich mir eigentlich sicher. Ach. Hier, guck mal eine Ando. Das war früher so. Da gab's keine Bettpfann. Da wurde einfach zack durchs Loch und fertig ist die Laube. Naja. War halt alles anders. Früher. Denn hin? Das hatten wir schon gelesen. Ah, oh, dieser Sound. Dieser Sound. Ich brauche einmal kurz Hilfe. Wir können im ersten Stock zwischen den Bündeln mit der persönlichen Habe der Insassen nach ihren Sachen suchen. Ah. War denn der Raum?
Hier war er nicht. Ja, das Archiv war ganz hinten, genau. Jetzt fällt es mir wieder ein. Okay, da kommen wir jetzt auch wieder. Ich will nur einmal noch mal kurz, ob ich noch eine Erinnerung triggern kann. So. Amara. Das sind Amaras Sachen. Steht drauf. Ja, es steht ja sogar drauf. Und es gab ja auch einen Zettel. Erstmal die Schüchen. Mhm. Amara, da ist sie. Sie existierte eben doch. Da ist sie, meine Freundin. Hier sind wir zusammen. Wie ist es möglich, dass ich auch nur einen Augenblick lang geglaubt habe, dass sie nie existiert hat? Also hat sie doch existiert. 12. März 1938. Heute ist ein Mädchen angekommen, René. Sie ist verstört vor Angst, die Arme. Hast du gesehen? Weißt du noch, als wir uns zum ersten Mal begegnet sind? Ich habe ihre Mutter gesehen. Die arme Frau. Sie hat sie mir anvertraut. Hab ihr versprochen, auf ihre Tochter gut aufzupassen. Sie ist sehr besorgt und hat gesagt, dass sie René, ihre Tochter, die Puppe weggenommen haben. Und ohne ihre Puppe kann sie sich nicht verständigen. Wenn sie so bedrückt wie jetzt und so verschlossen ist, dann ist die Puppe für sie Stimme, Augenlicht und Gehör. Dr. B. hat gemeint, ich werde bald weggehen. Es tut mir leid, René hier lassen zu müssen, sie nicht mehr beschützen zu können. Arme Freundin. Sie hat gehofft, von hier weg zu können. Aber von hier kommt niemand weg. Diesem Mädchen geht es wirklich sehr schlecht. Sie hat nur mit mir gesprochen. Ich habe ihr von meinem Weggehen erzählt. Sie hat mich angestarrt und versichert, dass ich niemals weggehen werde. Sie hat mir fast Angst gemacht. Dann kamen ihr die Tränen. Mir auch. Sie hat fast nichts gesagt. Ich mache mir Sorgen. Dieser widerwärtige Mann hat sie sich schon wieder ausgeguckt. Da bin ich mir sicher. Er hat sie hereingeholt. Es gibt so viele ordentliche Leute hier. Ausgerechnet er. Sie wusste es. Ich habe ihr alles erzählt. Sie wusste von dem Mann. Darum wollten sie auch, dass sie aus meinem Leben verschwand. Aber ich habe sie einer befreundeten Krankenschwester, einer gutmütigen Frau, ans Herz gelegt. Sie wird sicher auf sie aufpassen. Ihre Freundin, die Krankenschwester. Ich erinnere mich irgendwie. Sie hat in dieser Abteilung gearbeitet. So, habe ich wieder angeschaltet? Ja. Gut, ja, sorry. Die Leute mal wieder. Ja, gut. Also sie hat zugegeben, dass sie uns gekannt hat, aber dass sie jetzt was mit ihr hatte oder so, war gar nichts. Aber da war noch eine Krankenschwester. Aha. Das neue Gebäude für Tuberkulose-Kranke wird eröffnet. Eröffnung des Pavillon Maragiano. Das sieht aus wie die Krankenschwester. Italiener ergreift die Waffen. Der Duce verkündigt den Eintritt Italiens in den Krieg. Krieg, Mussolinis Ansprache, Mitteilung des Führers an König und Duce. Sie hat meistens im Pavillon Maragliano gearbeitet. Bloß weg von hier und suchen wir diesen Pavillon. Hier war René allein. Sie war von Charlotte allein gelassen worden. René war ohne Charlotte nicht mehr in der Lage, mit anderen zu sprechen. Mama wusste das. Maradiano.
Alles klar. Entschuldigung, aber ich muss mir gerade mal ein bisschen. Ich bin sehr angespannt. Wir kommen nicht weiter. Und ich neige leider dazu, dass mein Näschen immer juckt. Ich weiß auch nicht warum. Ich drücke einmal ganz kurz nochmal die Maradiano. Sie ist ein anderer Pavillon. Hier in der Nähe. Wir folgen einfach den Schildern. Die Natur half mir dabei, alles zu vergessen, aus dem System rauszukommen. Okay. Wir folgen einfach den Schildern. Oder mussten wir einen Hauptausgang raus? Ich glaube, wir mussten bei den... Ich probiere es einfach, aber ich glaube, wir mussten bei dem, wo wir ganz am Anfang reingekommen sind, da mussten wir raus. Wir können auch hier lang, ich weiß es nicht. Mach nicht so schlimme Geräusche. Nee, hier kommen wir nicht raus. Okay, dann müssen wir leider alles nochmal zurücklaufen. Ja, sorry, aber ja, also ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr, was Wirklichkeit ist, was Vorstellung ist, was Wahn ist. Aber die Amara hat ja existiert und ich glaube auch, dass die Vergewaltigung auch wirklich war. Und dass das nicht irgendwie fingiert, beziehungsweise nicht fingiert, sondern in ihrer Vorstellungskraft nur war. Deswegen... Kommen wir denn hier lang? Ach ja, da waren wir ja schon. Da ging's da nicht weiter. Ach Mensch, Kümmel. Orientierungssinn. Es geht los. Uch, Stange. So.